Wer von euch geht gerne Burger essen? Ja, wahrscheinlich die meisten von euch. Ich auch. Doch wusstet ihr, dass es einen Serienkiller gab, welcher seine Opfer zu Hackfleisch und somit zu Burger verarbeitet hat, diese dann verkauft hat? Und wenn Leute zu ihm sagten, ey, wie schaffst du es, dass deine Burger so lecker und saftig sind? Er zu ihnen sagte, das ist meine geheime Zutat. Heute wird's ekelhaft und absolut verstörend. Deswegen an dieser Stelle, holt euch heute vielleicht mal keinen Snack. Und vielleicht auch nichts zu essen, dann ist es wirklich ekelhaft. Ja, wir werden heute nämlich gemeinsam über einen Serienkiller sprechen, welcher, wie schon gesagt, seine Opfer zu Burgern verarbeitet hat. Das Ganze wird heute ein kleines Reaction-Video zum YouTube-Kanal Top Crime, welcher dieses Video hochgeladen hat über diesen Serienkiller. Und das werden wir uns jetzt gemeinsam anschauen. Deswegen auch an dieser Stelle wieder vielen, vielen Dank an die Zuschauerin, welche mir dieses Video zugeschickt hat und gesagt hat, hey, das wäre doch eine coole Idee, dass man sich das gemeinsam mit der Community anschaut. Und genau das werden wir heute machen. Es geht um Serienkiller, True Crime, lieben wir alle und ist immer super spannend. Deswegen würde ich sagen, Film ab, wir gehen jetzt rüber und schauen uns gemeinsam dieses Video an. Viel Spaß. Joe Matheny ist einer der widerlichsten Serienmörder überhaupt, denn aus seinen Opfern begann er Burgerfleisch zu machen. Er verkaufte es an seinem Imbissstand als Geheimzutat und lockte somit zahlreiche Kunden an. Joe Matheny wurde in Maryland... Ekelhaft, ich habe es ja gerade schon im Intro gesagt. Ich glaube, das wird heute richtig insane, was wir uns hier anschauen. Er macht aus seinen... Er macht einfach Burgerfleisch. Er wurde geboren und war eines von 6 Kindern. Sein Vater war Alkoholiker und seine Mutter hat sich selten um ihn gekümmert. Joe kam schon in jungen Jahren in ein Heim, später auch zu einer Pflegefamilie. Als er 16 Jahre alt war, verstarb sein Pflegevater bei einem Autounfall. Kurz nachdem Joe 18 Jahre alt wurde, schloss er sich der US Army an. Guck mal ganz kurz, es ist halt wirklich immer so, gell? Ich sag's immer wieder, aber diese Leute, die dann später Serienkiller werden, ich möchte jetzt hier niemandem zu nahe treten, aber sehr viele von diesen Serienkillern hatten eine unglaublich schlimme Kindheit. Boah, er wurde in Deutschland stationiert und wurde auch zu dieser Zeit drogensüchtig. Nachdem er seine 8 Jahre Dienstzeit bei der Army absolvierte, ging er wieder zurück in seine Heimat nach Maryland. Er weigerte sich, mit seiner Familie Kontakt aufzunehmen und schloss sich einer Gruppe von Obdachlosen an. Schon nach ein paar Monaten bekam er einen Job als Gabelstaplerfahrer. Nachdem er genügend Geld beisammen hatte, kaufte er sich einen Wohnwagen, in dem er lebte. Zudem lernte er seine zukünftige Frau kennen, mit der er auch ein gemeinsames Kind bekam. Doch eines Tages kam Joe von der Arbeit nach Hause und fand seinen Wohnwagen leer vor. Seine Frau hatte ihn zusammen mit seinem Sohn verlassen. Joe war außer sich und das Einzige, was er wollte, war Rache. Es dauerte ein halbes Jahr, als Joe von einem drogensüchtigen Freund erfuhr, dass seine Frau mit einem neuen Mann ans andere Ende der Stadt gezogen ist. Oh nein, ich erwarte. Ich befürchte Grausames. Ihr Sohn wurde ihr jedoch wegen Kindeswohlgefährdung weggenommen. Des Weiteren erfuhr Joe, dass seine Frau auch in einer obdachlosen Gemeinschaft unter einer Brücke wohnt. Also begab sich Joe in diese Gegend. Er suchte nach seiner Frau und befragte mehrere Obdachlose. Doch immer wieder konnte ihm keiner weiterhelfen. Anstatt aber an anderen Brücken weiter nach seiner Frau zu suchen, wartete er bis tief in die Nacht. Dann schnappte er sich seine Axt und zerhackte jeden Obdachlosen, der ihm keine Auskunft über seine Frau geben konnte. Kleinere Leichenteile warf er in ein naheliegendes Gebüsch. Den Rest band er an einem Betonklotz und warf ihn in den Fluss. Danach suchte er weiter nach seiner Frau. Was? Der Typ ist so in Rage gewesen, weil er seine Frau gesucht hat, dass er diese ganzen Obdachlosen zerhackt hat? What? Alter Schwede. Nach mehreren Wochen wurde Joe wegen Mordes angeklagt und verhaftet. Augenzeugen hätten ihn bei seiner grausamen Tat beobachtet. Zuerst verbrachte Joe 18 Monate in Untersuchungshaft. Doch die Polizei hatte für Joes Schuld nicht ausreichende Beweise. Ist er das auf dem Foto? Er sieht da ganz anders aus wie auf den anderen Bildern, die wir von ihm gesehen haben. Daher musste er wieder freigelassen werden. In den 18 Monaten Untersuchungshaft lernte Joe nur eines dazu, den Spaß, jemanden zu ermorden. Joe versuchte seinen Job als Gabelstaplerfahrer wieder bei seiner alten Firma zu bekommen. Doch er hatte keinen Erfolg, aber seine alte Firma bot ihm jedoch einen Job als Nachtwächter an. So kam es, dass Joe Nachtwächter wurde und mit seinem Wohnwagen in der Nähe seiner Firma wohnte. Während dieser Zeit begann er sich immer mehr mit Prostituierten anzufreunden und lockte sie alle zu seinem Wohnwagen. Dort fesselte er sie und zerhackte sie mit seiner Axt in mehrere Einzelteile. Junge, was für ein kranker Typ. Also,
Ich habe so am Rande mal von ihm mitbekommen, aber ich habe, also wenn ich jetzt das Bild von ihm sehe, dann weiß ich irgendwie so, okay, das ist irgend so ein kranker Typ gewesen, von dem ich mal gehört habe. Aber was der da angestellt hat, holy moly. Große Stücke der Leiche vergrub er in einem nahegelegenen Waldgebiet. Den Rest packte er in kleine Dosen und Frischhaltebeutel und legte sie in seine Tiefkühltruhe. Der 1,86 Meter große und 220 Kilo schwere Joe schaffte es immer wieder, neue Opfer zu sich zu locken und sein Kühlfach mit reichlich Menschenfleisch zu füllen. Aber er wollte etwas mehr Geld verdienen. Daher beschloss er, einen Imbissstand aufzumachen, bei dem vor allem Burger und Sandwiches verkauft werden. Oh mein Neben Gott. dem gekauften Rinder- und Schweinefleisch mischte er reichlich Menschenfleisch dazu. Er verkaufte es als Geheimzutat mit einem besonders guten Geschmack. Sein Imbissstand lockte immer wieder neue Kunden an, doch nach einiger Zeit ging ihm das Menschenfleisch aus. Junge, es ist so ekelhaft. Überlegt euch das mal. Ihr seid so nichtsahnend irgendwo unterwegs und ihr seht so, oh geil, da ist so ein Imbissstand. Was willst du haben, Schatz? Ich möchte einen Burger. Ja, ich will auch einen Burger. Man holt sich so, jeder holt sich einen Burger. Du isst den so und denkst dir, boah, schmeckt richtig geil. Und dann findest du raus, dass du gerade eine Mischung aus Rind, Schwein und Mensch gegessen hast. Boah, das ist nicht ohne. Das ist wirklich nicht ohne. Oh mein Gott. Was, vor allem, wenn ich sowas mitbekomme, gell, dann frage ich mich, wie oft Leute irgendwie Menschenfleisch essen, ohne es zu wissen. Weil ich bin mir sicher, er ist nicht der einzige von diesen Killern, die sowas machen oder gemacht haben. Was ist, wenn du irgendwo essen gehst, nicht damit rechnest und nichts ahnend einfach das isst und du hast einfach Menschenfleisch gegessen, ohne es zu wissen? Stell euch mal vor. Vielleicht ist es schon mal jemandem von uns passiert, ohne dass wir es wissen, weil wir von irgendeinem Serienkiller was gegessen haben. Boah, der Gedanke, der ist. Boah, der Gedanke macht mich krank. Joe lockte also weiterhin Prostituierte in seinen Wohnwagen. Er erzählte seinen Opfern erst, was er mit ihnen vorhatte, danach schlug er sie bewusstlos. Doch einmal war sich Joe zu sicher, dass er sein Opfer ohnmächtig geschlagen hatte. In einem unachtsamen Moment gelang es einer Prostituierten, aus Joes Wohnwagen zu entkommen. Sie rannte auf die Straße zu einem Autofahrer, der sie zur nächsten Tankstelle fuhr. Von dort aus alarmierten sie die Polizei. Zu diesem Zeitpunkt wusste Joe, dass es für ihn vorbei ist. Er wartete an seinem Wohnwagen, bis die Polizei eintraf und ließ sich ohne Widerstand zu leisten festnehmen. Auf der Polizeidienststelle legte er ein ausführliches Geständnis ab. Dabei zeigte Joe keine Reue und gab an, dass er sich nie dafür entschuldigen wird, was er getan hat, denn sonst würde er lügen. Er sagte auch, dass er mehr als über 13 Morde begangen hat und dabei Spaß hatte. Zudem hatte er eine Botschaft an die Menschen. Er sagte, wenn sie also das nächste Mal die Straße entlang fahren und zufällig einen Imbissstand sehen, den sie zuvor noch nie gesehen haben, denken sie an meine Geschichte, bevor sie einen Bissen von ihrem Burger nehmen. Manchmal weiß man nie, wen man gerade isst. Vor Gericht ver- Alter, die Aussage. Ohne Witz, ist ja was Ähnliches, was ich gerade gesagt hatte. So. Alter, man muss echt aufpassen. So, du weißt nie, was du da am Schluss gegessen hast, ne? Also, keine Ahnung. Da gehe ich irgendwo hin, esse was und dann denke ich mir, ja, das ist halt einfach ein super leckerer Burger gewesen. Was ist denn da drin? Ja, da ist meine Geheimzutat drin. Ich sag Ihnen aber nicht, was es ist. Eieiei. Verlangte Joe selbst die Todesstrafe. So kam es, dass nach mehreren Wochen Gerichtsprozess ihn der Richter zum Tode verurteilte. Jedoch gab es 4 Jahre später im Bundesstaat Maryland eine Gesetzesänderung, in der die Todesstrafe abgeschafft wurde. Joe war klar, dass er nun den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringen wird. Einige Jahre später wurde Joe Metheny tot in seiner Zelle aufgefunden. Die Todesursache ist unklar. Doch nun bist du. Wie, die ist unklar. Also, was ist passiert? Er wurde tot in der Zelle aufgefunden, als ob die nicht wussten, was es lag. Hat er einen Herzinfarkt bekommen? Also ist es irgendwas Körperliches gewesen? Hat ihm jemand das angetan oder hat er sich das selber angetan? Weiß man nicht. Das ist schade. Das wüsste ich jetzt echt gerne, wie dieses ganze Chaos schlussendlich ja, beendet wurde. Du wieder gefragt, was denkst du, geht in den Köpfen solcher Mörder wie Joe Mason nie vor?
Lass mich deine Gedanken wissen und schreibe sie in die Kommentare. Wenn ja, schreibt es gerne in die Kommentare. Was glaubt ihr, geht in den Gedanken solcher Menschen vor? Das sind sehr gute Schlussworte, weil ich finde das einfach... Also ich persönlich, wenn ihr mich fragt, ich weiß nicht, was ich da sagen würde, ne? Aber was geht diesen Leuten durch den Kopf? Nichts, es ist irgendein Trieb. Es ist irgendein Trieb, der wahrscheinlich gestillt werden muss. So wie ein Verlangen nach, keine Ahnung, ihr kennt das ja, wenn man eine Zeit lang irgendwie sagt, man verzichtet auf Zucker und dann hast du irgendwann mal manchmal diesen Heißhunger auf Zucker. Kennt ihr das? Oder man ist auf irgendeine Diät und dann kriegst du diesen Heißhunger auf irgendwas. Könnt mir das so ein bisschen vorstellen, dass es Leuten halt eben vielleicht so ungefähr, um es zu verstehen, vielleicht so geht. So wie so eine Art Heißhunger. So eine Heißhungerattacke. Aber ich meine, da gehen ja dann auch die Glühbirnen aus. Also du ist schwierig, schwierig. Ja, sehr informatives Video ist von dem YouTube-Kanal Top Crime. Ja, ich verlinke unten das Video, auf welches wir gerade reagiert haben. Könnt ihr sehr gerne vorbeischauen. Top Crime, sehr cooler Kanal, haben wir bereits schon mal auf ein Video reagiert. Hat auch sehr, sehr viele spannende Themen. Ja, das war's mit dem heutigen Video, meine Freunde. Ja, ein Typ, welcher aus seinen Opfern Hackfleisch und somit dann Burger gemacht hat. Absolut geisteskrank. Wie gesagt, schreibt eure Meinung unten in die Kommentare. Ihr könnt auch wieder sehr gerne Videowünsche und Videovorschläge unten reinschreiben oder mir auf Instagram schreiben. Denn so wie jetzt auch dieses Video an mich gelangt ist, war es über Instagram, über einen Link. Vielen, vielen Dank an der Stelle an die Person, die mir dieses Video geschickt hat, an die Dame. Deswegen Dankeschön. Könnt ihr auch wieder sehr gerne machen. Ich bekomme ja sehr, sehr viele Sachen von euch zugeschickt und ich muss immer so ein bisschen ausmisten, weil oft sind es einfach Sachen, wo ich finde, dass sie einfach nicht so passen oder wo ich einfach nicht so Lust drauf habe. Deswegen schickt mir ruhig Videowünsche und Vorschläge oder auch Sachen, auf die wir reagieren können. Wie gesagt, Reaction-Videos machen wir nicht so viele auf dem Kanal, aber hin und wieder finde ich es ganz cool, einfach gewisse Videos gemeinsam mit euch anzuschauen. In dem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bleibt gesund, passt auf euch auf und naja, überlegt euch das nächste Mal vielleicht zweimal, wenn ihr irgendwo was esst, bevor ihr es dann wirklich esst. Ich sag's ja nur. Ich habe mitbekommen, es gab mal einen Typ, der hat aus seinen Opfern Burger gemacht. Habe ich mitbekommen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Zudem möchte ich mich an dieser Stelle wie immer bei meinen Patreon-Mitgliedern bedanken, besonders der Stufe 2 und 3. Und das wären Alina Eisentraut, Bibi Spooky Gamer Girl, Black Lolita, Black Shiva, Cyberpsycho XX, Dies De Leo, FJ Mountain, Jacqueline Seidel, Julian Hausmann, Katharina Bogdanowski, Kinga 1613, Lenny Fischer, Maria Pantu, Marie 21, Michael F., Nadja Fettgenheuer, Niklas Möller, Patrick und Jenny 2017, Pyrojan 95, Rexy TV, Sascha Hermann, Saskia Pfeiffer, Snicker, Sonnet Umichakir, Steffi, Stefanie, Steven Lied, Tombi 27, Totti Botti, Verena Alberer, X Chavi, Yasu Chan, Yvonne, Alissa Anastasia, Angelina R., Anna Rose, Eisel, Beatrice König, Bianca Bega, Bloodswan Breed, Brody's Rainbow, Celine W., Claudia Stetter, Cesilak, Da Passi, Deluxe, Dino, Droppy, Ella, Enga, Fabienne Janitzer Würsching, Florian Wilding, Fluffy XO, Fresh Callboy, Gabba 192, GameStar, Giuseppe Corrado, GoHard, Eisblü, Isabel Wernicke, Jen Jen, Jennifer Karg, Jenny Steffel, Jessica, Joel Schnell, Jules F. Mew, Yuna da Luna, Justin Richter, Kai, Kikoro, Kilian, Kim S., Kimbo, King Amisa, Lara W., Lea, Liam Pascal Falkenberg, live gespielt, Lukas Borziskowski, Madia Ahmed, Magdalena Kantler, Mandy 172, Manfred Büttner, Mario Meyer, Markus Burkhardt, Markus Hübner, Matthäus Zewiklinski, Max, Maximilian Hanke, Michael, Mike Holtkamp, Diaboli, 666, Mira Jane, Mr. Passo, Nancy, Nancy Koch, Nico Hund, Nicolas Großer, Nicole Seger, Nini, Noah Jones Leitenbauer, Oliver Dölchner, Rainbow Panda, René, Sagaria 3, Sanji, Sarah, Sarah S., Sina Beck, Steffi, Steven Kuch, Strubbelhaar, Susi Novakovic, Sven Schulz, Tim, Dudi Chum, Tina Karaman, Venchu, Roni Brandner, Xenia, Yolandi Nekokati, Zephirau und Zero Hour. An dieser Stelle wieder vielen, vielen Dank für euren Support.